Die Gitarre sieht erstmal von der Größe normal aus, ist wahrscheinlich höllenschwer. Eben nicht. Nee. Wiegt genauso viel wie vorher. Mhm. Wie funktioniert ja, das denn also ist mit ganz dem Selbststimmen? Also ich zeig das mal, es ist ganz einfach. Was muss man machen? Also erstmal ist die Gitarre verstimmt. Ja, klingt nicht so toll. Obwohl, jetzt, so kenne ich das auch von. Ja, wir können sie noch ein bisschen mehr verstimmen. Verstimmen wir noch mehr. Wir machen das mal für so. Es muss jämmerlich klingen. Gut. Und so. Normal, so. Wir haben es gerade gesehen, Peter Maffay, der zu Gast ist heute Morgen, gleich sehen wir ihn auch nochmal, hat uns ja gerade eine Gitarre gestimmt, klassisch. Ja. Und was machst du denn? So, was ich jetzt machen muss, ist, ich ziehe jetzt den Knopf raus, jetzt schlage ich die Saiten an und jetzt stimmt es sich hier oben. Und wenn alle LEDs hier unten, die Lichter sozusagen, ne, wenn die alle blau sind, dann ist fertig und dann kann ich loslegen. So. So, dann spiel uns doch mal. Sehr schön. Ja. So. Dann ist noch niemand auf der Welt vorher auf die Idee gekommen. Doch, aber alle so mit genau so riesengroße Geschichten, die man dann schrankweise mit sich hinterher ziehen musste. Aber okay, das Schöne ist hier dabei, dass eben nichts kaputt gemacht wird. Mhm. Es wird nichts gefräst oder gebohrt oder so, sondern es werden nur Komponenten ausgetauscht. Die Gitarre bleibt also so intakt, wie sie vorher war. Kannst du vielleicht so ein bisschen für die Leute, die sich technisch interessieren, erklären, wie es läuft? Ja, ist ganz einfach eigentlich, vom Prinzip her. Hier unten werden die Signale abgenommen. Hier unten sitzen also Piezo-Abnehmer. Was für Dinger? Piezo-Abnehmer, die nehmen den Druck, die registrieren praktisch die Druckänderung. Und wenn eine Saite schwingt, dann ändert sich ja der Druck. Das wird dann ausgewertet mit einem kleinen Mikrocontroller, also mit einer Art Computer, winzig, findet alles so Platz in einer normalen Gitarre. Dann werden die ausgewerteten Signale werden über die Saiten, über die normalen Gitarrensaiten, nach oben geschickt. Hier sitzt nochmal ein Mikrocontroller. Warte, den können wir ruhig mal zeigen. Hier. Ja. Den sieht man aber nicht wahrscheinlich. Nee, den sieht man nur, wenn das an ist. Das ist eben noch ein cooles Feature, wenn das an ist. Ist hinten auch noch eine LED. Ja? Das zeigen wir in die Beschreibung. Ja. Eine LED. Achtung. Die ist für einen Drummer, weil der Schlagzeuger in der Band, der weiß ja jetzt gar nicht mehr, dass man stimmt. Weil man ja nicht mehr hochgeht. So, wenn die LED an ist, dann weiß der Drummer, aha, der stimmt. Also fange ich den Song nochmal nicht an. Und so wie diese LED aus ist, weiß der Drummer, aha, ich kann anfangen, weil die Gitarre nämlich gestimmt ist. Also weltweit demnächst Schlagzeuge, die sagen, oh, fange ich den Song nochmal nicht an. So. Das ist natürlich jetzt der Vorreiter. Das könntest du jetzt für alle Saiteninstrumente auch erfinden, für Geigen, für Celli. Genau, ist auch alle. Patentiert für grundsätzlich für Saiteninstrumente. Jetzt haben wir erst einmal mit der Gitarre angefangen. Wir haben ja exklusiv einen Vertrag mit Gibson. Harfe würde auch gehen. Klavier. Ja. Bei allen geht das, oder? So ist das, genau. Erstmal gibt es eine Limited Edition von 4.000 Stück, also das ist auch bezahlbar, kostet jetzt also nicht 10.000 Euro oder sowas. 9.999 Nein, kostet um 1,850. Ja. Das System selbst das zusätzlich zur Gitarre komplett, oder alles? Komplett mit der Gitarre. Ja, obwohl es gibt ja Gitarren, die auch schon so viel kosten ohne das System. So ist es, genau. Ja. Wie lange wird das so halten? Also wie zuverlässig ist das System? Also wir haben ja bei Tronicle natürlich auch schon so Langzeittests gemacht. Und Das funktioniert? Das funktioniert zuverlässig. Alles klar. Christopher Adams, danke fürs Kommen heute Morgen.